Hallo, schön, dass ihr wieder auf unserem Kanal eingeschaltet habt. Mein Name ist Oliver Abel, ich bin Rechtsanwalt der Kanzlei KGK in Köln-Rodenkirchen und ich möchte heute über die Gamescom 2017 erzählen, die gerade kurz bevorsteht. Vom 23. bis 26. August 2017 ist sie wieder auf dem Messegelände in Köln. Sie soll noch größer werden, noch mehr Aussteller, noch mehr Zuschauer werden erwartet und die Bundeskanzlerin soll die Messe sogar eröffnen. Also die Bedeutung wird immer größer. Und warum wir heute darüber sprechen wollen, ist, dass es 2016 kurzfristig zu Problemen kam. Insbesondere wegen der damaligen Terrorwarnstufen wurde der Einlass kurzfristig und leider sehr unglücklich ohne Kommunikation verschärft. Das bedeutete, dass viele von euch, die angereist waren mit Kostümen, mit Waffen, die den Kostümen beigefügt waren, nicht reingekommen sind. Trotz gültiger Eintrittskarten wurde ihnen der Eintritt verwehrt. Das hat sich glücklicherweise dieses Jahr etwas entschärft. Man hat diese ganz strikten Regelungen wieder etwas aufgeweicht. Also es sind mitunter schon Kostüme möglich, dass ihr auch Schaumstoffwaffen, Schwerter oder Stichwaffen, die offensichtlich nur aus Schaumstoff bestehen, wohl mitnehmen dürft. Ihr solltet allerdings auf jeden Fall euch zuvor beim Veranstalter auf der Seite informieren, was konkret erlaubt ist und was nicht. Dort ist eine riesengroße Liste, wo halt aufgeführt ist, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Gasmasken sind aus mir unerklärlichen Gründen verboten. Auch allzu freizügige Kostüme sollen verboten sein. Zu viel Haut soll verboten sein. Das ist so. Deshalb informiert euch früher auf der Liste, dass ihr nicht vor den Türen steht und dann teilweise vielleicht, dass euch der Einlass verwehrt wird. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß auf der Messe. Wenn ihr irgendwelche Kommentare bei uns hinterlassen wollt, unten links könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, Wünsche habt. Schreibt uns, wir antworten euch gerne. Vielen Dank und bis bald.